hier heute Abend zum Premio Game Day bzw. zur Pressekonferenz nach dem Premio Game Day, der präsentiert wurde von der Premio Reifen- und Autoservice GmbH. Wir begrüßen Sie alle hier recht herzlich im VIP-Raum und ja, damit wir gleich zur Sache kommen, erstmal ein Statement vom Gästetrainer Rico Rossi zum Spiel heute. Ja, danke schön. Ich denke, dass die ersten 5 Minuten hat wehgetan für Hannover. Es geht jetzt 5 Minuten im Spiel, 2-0 hinten und es ist schwer, ganz schwer, gegen jede Mannschaft. Aber dann, Hut ab, er hat zurückgekämpft und hat fest im Spiel gedreht. Wir haben die 3-1 geschossen und das war sehr wichtig für uns. Und dann hätten wir um 3-2 hart arbeiten müssen, diesen Tor zu behindern. Das haben wir geschafft und dann haben wir das Tor, das geht zum Glückssache. Aber ich glaube, dass meine Mannschaft hat sich wenig Chancen oder wenig Torchancen gearbeitet. Aber die Torchancen, die wir hatten gearbeitet, haben wir geschossen. Und das ist die Klasse von dem individuellen Talent, das steht in die Potenzial, das steht in dieser Mannschaft. Trotzdem hatten wir auch gesehen, dass die Mannschaft ist bereit zu kämpfen und zu arbeiten, weil die Hannover hat viel Druck gemacht und hat hart gearbeitet. Und meine Mannschaft hat sich auch gut reagiert gegen diesen kämpferisch hartes Arbeit. Trotzdem zu viel Scheibeverlust von meiner Seite, von meiner Mannschaft. Wir hatten die Scheibe weg, in Probleme bringen. Und wir konnten einfach spielen, statt die einfach zu spielen. Wir versucht was Besonderes. Und das hat uns viel Schwierigkeit gekostet. Aber trotzdem, erster Sieg, sind wir zufrieden. Dankeschön. Dankeschön, Rico Rossi. Christian, auch dir natürlich herzlich willkommen hier im Wippzelt. Von dir vielleicht auch ein paar Worte zum Spiel. Gratuliere Rico und Herr Braun. Der Unterschied war halt einfach, wie der Rico gesagt hat, individuelle Klasse. Wenn man bei den ersten 2 Toren 2 individuelle Fehler hat, die wo man in der ganzen Vorbereitung nicht gemacht hat, dann ist es halt bitter. Aber man muss auch verstehen, wir sind eine junge Mannschaft, da waren viele heute nervös beim ersten Heimspiel, manche haben noch nie vor 3000 Zuschauern gespielt. Dann muss ich sagen, haben sie alles gegeben, gekämpft bis zum Schluss, alles versucht. Im einen oder im anderen Moment, vielleicht hätte man ein bisschen cleverer agieren müssen, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, kann man darauf aufbauen. Der Einsatz stimmt, der Wille ist da und man darf auch nicht vergessen, wie man gespielt hat. Also ich bin eigentlich zufrieden, Kleinigkeiten müssen wir arbeiten und dann gehen wir weiter. Danke. Dankeschön, Christian. Herr Rossi, viele Experten haben gesagt, der Titel dieses Jahr geht vielleicht oder könnte über Heilbronn und Landshut gehen. Wie ist selber die Einschätzung und die Erwartungshaltung in Heilbronn? Sicherlich sind wir eine Mitfavoriten. Das ist klar. Wir haben eine Mannschaft gebaut mit 15 Spielern zum letzten Jahr. Und die Verstärkung sind Spieler wie Hackert, Nasiak und Walton und Fischer. Die sind nicht so ganz im Spiel, die sind Leistungsträger. So, wir erwarten viel von dieser Mannschaft, aber da sind auch andere gute Mannschaften. Man hat gesehen, dass jeden Tag hat seine eigene Geschichte und man muss jeden Tag arbeiten. Ja, vielen Dank. Christian, auch zu dir noch eine Abschlussfrage. Die Fans haben am Ende die Mannschaft gefeiert, aufgrund auch des großen Kampfgeistes. Ich denke, das war heute wirklich ein Forstpfand, mit dem du richtig zufrieden sein kannst. Ja, das war eine sehr gute Unterstützung für unsere Zuschauer. Das haben auch die Spieler gemerkt, aber ich glaube auch, das war zu Recht, weil sie haben mal auch gesehen, die geben nicht auf, die geben alles und dann hilft auch die Unterstützung natürlich und das passt dann zusammen und ich glaube, wenn das ein bisschen wächst und dann auch die Erfolge kommen, dann könnte das ganz gut werden. Noch zum Thema Meisterschaftsfavorit. Ich habe die ganze Woche in jeder Zeitung gesagt, das ist der Topfavorit. Das ist ja klar, das haben sie auch. Ja, Top-Favoriten steht immer die Titelverteidiger und das ist ein Schuh. Bis das nicht Meister sind, sind die Favoriten. Ja, ich muss ja einen Gegner brutal stark machen können. Ja, gute Taktik, denke ich mal, ist nichts einzuwenden. Gibt es aus der Runde von der Presse Fragen an die beiden? Wenn das nicht der Fall ist, möchte ich noch mal 2 Sachen sagen. Einmal, es liegen hier die Flyer rum.
Das ist von unserem Hauptsponsor, der Premio Reifen und Autoservice GmbH. Das ist für alle, für einen Wintercheck. Machen Sie Ihr Auto wintersicher, lassen Sie es prüfen von unserem Hauptsponsor. Das ist für jeden gedacht und darauf möchte ich nochmal hinweisen. Zum Schluss haben wir heute Abend natürlich auch wieder hervorragendes Catering. Dafür bedanken wir uns bei der Firma HCC ganz herzlich. Da kann man ruhig klatschen.